Servus und herzlich willkommen hier bei Mars 90. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute sind wir wieder in World of Warcraft unterwegs und machen weiter mit der zweiten Folge in meiner WoW Let's Play Reihe, wo ich Classic und Retail spiele. In der ersten Folge haben wir angefangen mit Retail, haben dort meine Lernelfen, Magierin angefangen zu spielen im Dämmerwald, die ersten Quests gemacht und jetzt fangen wir hier an in Classic einen Magier, Untot natürlich, geht nichts anderes, hochzuspielen. Ich spiele auf dem Server Razorven und habe es leider echt noch überhaupt nicht geschafft, in Classic irgendwie einen Magier zu leveln. Generell überhaupt hier irgendwie zu leveln, einen Chart zu machen oder. Das ist halt leider irgendwie noch so ein bisschen an mir vorbeigezogen, hatte viel zu tun, viele andere Spiele zu spielen, war aktiv ja am Anfang im BFA mehr unterwegs, deswegen, das gibt mir jetzt endlich mal die Zeit schön. Auch hier meinen Magier hochzuspielen in Classic, weil ich mag Classic. Ich habe früher gerne Classic gespielt, als Classic draußen war. Aber auch natürlich wegen dem Thema in meiner letzten Folge. In der ersten Folge haben wir ja darüber gesprochen, Burning Crusade Server. Allein deswegen ist schon sehr interessant, hier einen Magier hochzuspielen, um ihn dann zu haben. Und deswegen fangen wir mal an. Ich habe jetzt irgendwie noch keine anderen Chars oder sowas, sodass ich sagen könnte, okay, alles klar, ich schicke mir jetzt Badaschen oder dies, das, jenes. Ich meine, ne? Ich habe ein paar zwar Kollegen drauf, aber wir machen hier mal wirklich ein komplett nacktes Playthrough. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ist mal wieder langsam was anderes. Und ich würde sagen, wir fangen doch einfach mal an und nehmen uns hier die ersten wunderschönen Quests. Na, jetzt muss man halt immer noch dran denken, wir sind hier wieder in Classic, nicht in Retail. Ich muss nicht wieder runter und mit dem Dingsbums da quatschen. Ach ja. Also die Nostalgie, ich habe natürlich am Anfang, wo Classic rausgekommen ist, versucht ein bisschen zu zocken, auch wenn es natürlich extrem unmöglich war. Alles überfarmt und so weiter und so fort. Deswegen habe ich es ziemlich schnell aufgegeben gehabt, hatte dann nochmal vorgehabt zu leveln, ein bisschen zu zocken. Habe dann auch tatsächlich ein bisschen hier und da gemacht gehabt. Aber wirklich überhaupt nichts. Also ich glaube, ich bin nicht über Level 10 oder so gekommen, weiß ich nicht. War nichts. Und ja, jetzt deswegen freue ich mich, wo jetzt, ich meine, hier ist immer noch eine Menge los. Ach ja, die Quest, ne? Hier ist immer noch eine Menge los und ich bin echt froh, das zu zocken. Genau, diese Quest hier, boah, ich weiß doch, wo dein Classic rausgekommen ist in der Nacht. Diese Quest hier, ich weiß nicht, wie lang ich an der gehangen habe, um die zu managen. Nein, das ist zu Mana verschwinden, ne? Ja, automatisch plündern hatten wir schon angemacht, ne? Add-ons benutze ich hier jetzt eigentlich auch nicht wirklich. Atlas Loot ist für mich eins der wichtigsten. Ja, hier, Details. Aber ansonsten, was war noch? Deadly Boss Modes. Ach ja, und dass wir hier angezeigt kriegen, ne? Ein bisschen was Spellhit etc. Aber das war's dann auch. Mehr benutze ich tatsächlich nicht. Weil ich möchte ich hätte schon Anfang an, wo Classic damals rausgekommen ist, hatte ich, wenn ich es spiele, hatte ich ganz klar gesagt, dass ich nicht raiden gehe hier. Weil in Classic raiden fand ich nicht toll früher oder sowas. Es ist nicht mein Ding gewesen. Würde auch nie wieder mein Ding sein. Ich habe es damals ja zwar gemacht, auch exzessiv, aber ich würde es nie wieder machen. Deswegen war für mich von Anfang an klar, dass wenn ich das hier spiele, dann nur in ganz locker ein bisschen questen und ja, einfach ein bisschen schön Zeit hier drin verbringen. Ne? Weil ich fand gerade in Classic und Burning Crusade war für mich das größte Ereignis das Leveln. Und das hat mir für mich auch am meisten Spaß gemacht. Gerade mit dem Magier und dann auch mit dem Priester irgendwie zu leveln, das war wirklich eine sehr coole Angelegenheit. Und genau das freue ich mich jetzt auch auf hier auf dem in diesem Let's Play zu haben. Ah, haben wir schon mal ein bisschen Loot gekriegt, ja? Und ja, wie gesagt, ich versuche natürlich, ich bin natürlich ein bisschen so in der Pre-Production mit diesen Folgen. Ich habe euch ja in der ersten Folge gesagt, ihr könnt gerne in den Kommentaren drunter schreiben,
was ihr so als Themen haben wollt und die besprechen wir. Oh, kein Mana. Und dann haben wir ein Level-Up gleich, ne? Ist auch mal sowas. Also, läuft, ne? Zack, Level-Up. Ihr könnt gerne drunter schreiben in den Kommentaren und diese Themen besprechen wir dann. In der Zeit, wo ich das jetzt hier aufnehme, müsste jetzt bald, heute Morgen, morgen, übermorgen, das erste Video erst rauskommen auf meinem Kanal. Also es ist relativ schwer natürlich, beziehungsweise ist ein bisschen zeitverzögert mit den Themen dann, falls ihr welche drunter schreibt. Also da bitte nicht wundern. Wenn jetzt übermorgen das Video rauskommt und ihr schreibt was drunter und dann seht ihr eine Woche später, also ich versuche wahrscheinlich so im Wochentakt die Videos rauszubringen, je nachdem wie ich dazu komme und wie jetzt dann auch der Command & Conquer Remastered dann so kommt und wie viel Zeit ich dann habe, ansonsten versuche ich es auch schneller rauszubringen, weil ich habe Bock zu leveln, ich habe wirklich Lust zu leveln. Der ist zu nah dran, ne, da. Und deswegen, wie gesagt, nicht wundern, wenn ihr da jetzt kommentiert und so euch denkt, so, warum hat er denn kein einziges Thema genommen? Ich meine, wenn es überhaupt ordentlich hier fleißig von euch angeguckt wäre, ne? Wenn nicht, mache ich das Ganze für mich selbst, ist auch in Ordnung. Habe ich nichts gegen. Also hier so echt nichts. Ich wollte sowieso unbedingt meine Lernelfe haben und unbedingt den Klassik. Den Klassik-Magier. Generell die den alten Talentbaum spielen und so. Ich hab das ist schon geile Sache. Ich hab hier zwischendurch mal früher mal auf einem Privatserver Burning Crusade ein bisschen gespielt. Ist halt einfach nicht das Wahre. Da können die noch so sehr Blizzard-like schreiben. Es ist einfach nicht das Wahre. Und deswegen freue ich mich eigentlich umso mehr drauf, wenn tatsächlich offizielle Blizzard-Server kommen zu Burning Crusade. Ich habe mir heute gedacht, wir sprechen heute mal, da wir in Retail sozusagen, ja, über diese alten Server gesprochen haben, also Burning Crusade Server, beziehungsweise auch ein bisschen Classic, machen wir es jetzt in Classic doch einfach mal ein bisschen andersrum und wir sprechen mal über Shadowlands. Über Shadowlands sind jetzt schon ein paar Infos draußen, ich selber habe auch ein paar Videos gemacht, konnte leider noch nicht in die Alpha oder ähnliches reingucken, um mir wirklich selber mal ein Bild zu machen. Aber das, was ich bislang sehe, erinnert mich, muss ich sagen, stark an Legion. Legion war, finde ich, eins der besten Add-ons. Also ich sage ganz klar, World of Warcraft, Burning Crusade für mich Nummer 1, WoLTK Nummer 2 und Legion Nummer 3. Legion fand ich wirklich sehr gut. Was ist? Und Shadowlands erinnert mich ziemlich stark an Legion. Sie gehen wieder wie in Legion auf ziemlich viel von uns ein, ändern ziemlich viel. Man muss sagen, das ist wirklich, wirklich sehr gut, was die machen. Ich weiß nicht, warum die immer ein Add-on brauchen, wo sie nicht auf uns hören und einfach machen und dann wieder ein Add-on haben, Add-on bauen, wo sie auf uns hören und alles super tutti läuft. Das verstehe ich manchmal nicht so wirklich. Agane Intelligenz, ja, das brauchen wir, ne? Das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Kann ich mir halt einfach. Oh, wir hatten uns nicht gebufft. Kann ich mir einfach nicht erklären, warum die das so machen, wie sie es machen. Ne? Das ist besser. Okay. Kann ich mir wirklich nicht erklären. Aber Shadowlands sieht für mich. Was haben wir denn hier überhaupt an Questsets gekriegt? Was müssen wir machen? Klappernde Skelette und achso, das, alles klar. Kann ich mir wirklich nicht erklären. Ich finde zwar diese Paktfertigkeiten bislang, also ich habe versucht, mich mal schon mal wieder ein bisschen einzulesen, aber ja, da kann ich noch nichts Wirkliches mit anfangen. Ich weiß auch nicht, was ich wirklich davon halten soll. So, jetzt machen wir erstmal hier Buffen, ne? Sind wir einmal leer. Mana alle. Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Trinken wir einen. Ja, komm, wir trinken. Dann können wir gleich selber zaubern, ne? Weil das kommt mir schon wieder so ein bisschen ersatztechnisch für Verderbniseffekte und alles mögliche vor. Deswegen weiß ich nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich finde die Paktfähigkeiten schon wieder ein bisschen overmatch. So, ein bisschen zu viel einfach. Ich denke, ohne diese Paktfähigkeiten, sondern einfach nur mit diesen Sachen, dass man gewisse
Mock-Sachen kriegt, Transmog-Sets kriegt oder. Das fände ich, wäre mehr als genug gewesen, auch für mich mehr als genug Anreiz gewesen, mich um diese Pakte zu kümmern und zu machen. Wenn einfach nur genug Transmog-Sachen oder so da drin sind. Diese Fähigkeiten machen halt einfach schon wieder viel zu viel. Dann lieber so based neue Talente, Skills oder sowas. Ich mag das nicht so, wenn Talente oder sowas an irgendetwas geknüpft sind. Sei es jetzt an Verderbniseffekte oder sonst irgendwas. Ne? Das ist einfach nicht so meins, ne? Dann muss ich sagen, Torghast finde ich bis jetzt schon mega, mega geil, was ich da so sehe. Der Vorreiter davon war ja ganz klar die Visionen. Die Vision fand ich von Anfang an schon ziemlich geil. Das Einzige, was mich daran extrem stört, ist, dass ich nicht 15 Mal am Tag da reingehen kann. Einfach nur, ich will kein Loot, ich will nichts bekommen oder sonst was. Ich will mich einfach selbst messen. Immer wieder gegen mich selbst messen. Für nichts anderes. Und da hätte ich dann gerne mal, das hätte ich gerne gehabt in den Visionen. So wie früher mal in MOP mit den Challenge Runs für die Dungeons. Ziemlich cool, es hat nichts gekostet. Nur man hat halt einfach seinen Rang auf dem Server oder sonst wo verbessert. Und das finde ich war ein ziemlich, ziemlich cooles System. Das hoffe ich kommt jetzt irgendwie dann natürlich auch in der Art wieder mit Torghast. Also sie haben ja schon gesagt, man kann jetzt wieder öfters reingehen. Das wird nicht an irgendetwas limitiert werden oder an irgendeinen Grind geknüpft werden. Was ich wirklich hoffe, weil ich habe an sowas Spaß. Da wie bei Magierturm war es auch noch in Ordnung. Man musste zwar ein bisschen was farmen, aber der Farmaufwand war nicht so groß. Nicht so wie jetzt. Man musste so und so viele Stunden farmen einfach, um so wenige Visionen zu machen. Die Relation dahinter war, finde ich, nicht gut. Und da hoffe ich dann im Torghast drauf, dass man sich vielleicht darauf wirklich spezialisieren kann, einfach geile Runs in diesem Turm hinzukriegen und sich stetig selbst zu verbessern und Kniffe auszuprobieren. Und wenn man halt wirklich, weil man versucht, das Maximum rauszuholen, da aber vielleicht dann dran scheitert, weil man halt eben am Maximum spielt und irgendwie dann eine kleine Sache nicht funktioniert hat und dann ist man irgendwie schon wieder raus oder so. Ja, das wäre doof. Deswegen, ich hoffe ganz klar, dass ich da eine Menge machen kann. Also auf Torghast ist das Feature, was ich mich wahrscheinlich am meisten freue. Ich denke sogar, ja, da freue ich mich tatsächlich am meisten drauf, weil ich liebe sowas. Ich liebe sowas wirklich. Vor allem eine Einzelspieler-Herausforderung oder halt mehr Spieler-Herausforderungen. Das ist noch das nächste Geil. Ich finde es toll, jetzt in den Visionen. Alles ist momentan nicht ganz so toll. Ich helfe gerne Leuten, durch die Vision durchzukommen. Mit meinem Demon Hunter. Find's toll. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt zum Beispiel nicht gerne mit meinem Priester mit. Und heile dadurch. Hat irgendwie nicht so viel Sinn dahinter, finde ich. So. Macht nicht so viel Spaß. Kann an den Gruppen liegen oder so, ich weiß es nicht. Werde ich auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen testen, weil ich will noch die ein oder anderen Erfolge ja natürlich machen. Und das werde ich dann auf jeden Fall noch testen. Und im Stream werde ich sowieso, wenn ich dann wieder jetzt WoW stream, werde ich sowieso, wenn Leute aus dem Chat Hilfe brauchen, durch die Vision durchzukommen, dann laufen wir da gemeinsam durch, ist ja kein Problem. Und ansonsten, ja, wie gesagt, es wird Torghast, denke ich mal, das Nonplus-Feature für mich. Bin mal gespannt, wie es tatsächlich hinterher aussieht. Und wie es, ob sie jetzt noch was oder wie viel sie noch dran ändern. Ich meine, wir sind gerade mal in einer Alpha. Da kann dann natürlich noch viel kommen. Nächsten Sachen finde ich, die Modelle sind ziemlich toll. Das, was ich gesehen habe bislang an Modellen, finde ich schon sehr, 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 sehr gut. Muss ich sagen, Revendred ist Hammer. Also, es sieht wirklich sehr gut aus. Aber auch Maldraxxus finde ich natürlich als Untoten-Anhänger sehr gelungen, was man bislang gesehen hat. Die Sets sehen tatsächlich mal wieder richtig gut aus. Inventar ist voll. Können wir mal anlegen.
Na, Schuhe haben wir schon, aber gut, da haben wir bessere, ne? Fünferrüstung, ja, da zack auch. Ja, dann sind wir voll, ne? Dann ist das halt so. Dann ist das halt so. Ja, die Modelle wirklich dahinter, die tun mir schon wirklich, die tun mich sehr an, ne? Einzig, was ich sagen muss, das neue Silvana-Modell ist tatsächlich, glaube ich, das einzige Model, was ich nicht mag, weil sie auf dem neuen Model so, naja, sie schaut aus, oder es kommt so rüber, als ob sie downgegradet wurde. Vorher war das Model, finde ich, ein wenig einzigartiger. Man hat sofort immer anhand des Models bei ihr gesehen, alles klar, da kommt was auf dich zu, das ist ein besonderer NPC, sonstiges. Und jetzt sieht sie tatsächlich aus wie so ein Dungeon Boss Model oder so. Und das wäre tatsächlich das Tragischste, weil ich bin ganz klarer Silvanas Anhänger und egal ob die Böses gemacht hat, dann bin ich halt böse im Spiel, da habe ich gar kein Problem mit. Ich feiere die Untoten. Und da bin ich halt natürlich auch gerade als so ein untoter Spieler und als so ein, der Untote so sehr mag, sag ich mal, ne? Bin ich ziemlich gespannt auf die Geschichte dahinter. Mit Kali Amenithil, wie geht's da weiter? Führt die jetzt die Untoten an? Dann hoffe ich noch ganz klar, ich meine, der nächste Punkt, worauf wir natürlich direkt zu sprechen kommen können, sind die Charakter-Customizations. Die sind heftig. Man, passiert ja irgendwie keine Woche momentan, wo nicht irgendwie was Neues rauskommt. Eine neue Frisur, neue Augenfarbe, Schminke, dies, das, jenes. Das ist ja wirklich abartig, wie viele neue Sachen dazu kommen. Und die aller wichtigste Customization Option ist noch nicht gekommen. Und da frage ich mich echt, warum ist die noch nicht gekommen? Weil erstens, sie ist eigentlich schon in den Spielen längst vorhanden. Zweitens, von sehr vielen schon sehr lange gefordert. Und zwar, dass die Untoten aufrecht laufen können. In China bzw. im asiatischen Raum geht es schon länger. Da laufen die Untoten aufrecht und seit BFA haben wir auch auf den europäischen bzw. auf den westlichen Servern auch aufrechte Untote, und zwar in BFA, in der Hauptstadt der Horde in Suldazar, stehen die Untotenwachen aufrecht. Und seitdem die Orks ihre Rückenbegradigung bekommen haben, fordern eigentlich alle sofort schon, dass auch die Untoten das natürlich bekommen. Was ich auch sehr befürworten würde, denn sehr viele Sets sehen an gerade laufenden Untoten um einiges besser aus. Man hat gerade bei Untoten, finde ich, sehr viel Probleme bei gewissen Sets mit Clipping, das ist halt, ne, dass die Sachen nicht so gut fallen an den Models, an den Untoten. Und wie gesagt, da hoffe ich echt stark drauf, dass wir es dann noch kriegen. Oder es wird wahrscheinlich, anscheinend ist das an irgendetwas geknüpft. Vielleicht an den, Heritage Armor, ne, an der Rüstungsset, die ja für jedes Volk noch kommen sollen, wurde ja auch bestätigt, für jedes Volk soll eigene Sets kommen. Bin ich sowieso gespannt, wie die Untoten aussehen, ob wir hier sowas, ne, wie die verlassenen Wachen haben. Ich bin, wie gesagt, kann ich gar nicht so oft wiederholen. Ich feiere die Untoten wie nichts anderes. Und weiß jetzt schon, oder ich weiß es ziemlich sicher, sagen wir es mal so, dass ich das Heritage Armor Set der Untoten, dass es mir nicht gefallen wird, bin ich mir ziemlich sicher. Denn wie Blizzard mit den Untoten weitergegangen ist, vom Art her, vom Design her etc., bin ich nicht zufrieden, sag ich mal so. Und zwar, wenn man jetzt hier gerade sieht in Classic Brill, eine der schönsten Städte für mich überhaupt. Classic in Retail Brill finde ich nicht toll. Nach WOTK Kataklysm. In WOTK haben sie schon versucht, im heulenden Fjord neue Untotengebäude zu bauen. Also neue, ne, da waren die neu designt ein bisschen. Und dann in Kataklysm wurden sie ja überall gesetzt. Und
Ja, finde ich, ehrlich gesagt, nicht so toll. Also ich finde das alte hier besser. Weiß nicht warum, ist halt einfach so. Und finde ich auf jeden Fall besser. Deswegen bin ich gespannt, wie das Heritage Armor Set aussehen wird, weil generell, wie die dann die Untoten weiter designt haben, auch die Wachen, wenn man jetzt zum Beispiel das Set sieht aus der Dunkelküste, die Dunkelküste, genau, letzter Wunsch und aufgestöberte Wachen machen wir zuerst, ne? Ah, da ist noch eine Quest. Achso, das ist die Mine, ne? Müsste das sein. Wenn man dieses Set sieht aus der Dunkelküsten, Warfront, das gefällt mir jetzt nicht so sehr, muss ich sagen. Also, das Blutelfen-Set zum Beispiel finde ich sehr gut, sehr gelungen, passt sehr gut. Finde zwar sehr, sehr schade, dass man nicht noch die Gleben der Waffen gekriegt hat und dieses lange, große, imposante Schild. Gibt zwar sowas Ähnliches, sag ich mal, aber das Gleiche gibt es halt einfach nicht. Das hätte dann noch gefehlt, weil es dann einfach abrundet. Aber ja, wie gesagt, bei den Untoten bin ich ziemlich gespannt, was dann mit Shadowlands kommen wird. Das soll ja in den Zwischenpatches kommen. Da, wie gesagt, da bin ich gespannt drauf. Ansonsten, Shadowlands, was gab's noch? Fähigkeiten, immer wieder ein bisschen Back to the Roots war ja da angesagt oder ist dort angesagt. Finde ich cool von den Fähigkeiten her. Dass ich als Magier wieder ein paar Grundspells habe, die jeder Magier hat, egal in welchem Spec, finde ich sehr, 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 sehr gut. Fand ich schon immer gut. Klar, man hat es nicht immer gebraucht im Progression-Spiel oder sowas, schon gar nicht, wenn man irgendwie raiden geht oder sowas. Aber ich habe es tatsächlich immer wieder mal, habe ich zum Beispiel als Feuermagier, habe ich ein Frostbolt benutzt. Ganz, ganz klare Geschichte, ne? Den habe ich benutzt. Beim Questen oder. Also, benutzen tue ich es schon. Und wenn es nur aus Spaß ist oder wenn man mal irgendwie einen kleinen Fight oder sowas gegen Freunde gemacht hat. Ja, ich habe meinen Spaß daran gehabt. Und deswegen finde ich cool, dass das wieder zurückkommt. Was ich am Anfang gehört habe, ist ja, dass man wieder zum Klassenlehrer müsste, weil man gewisse Zauber mit Rängen versieht, also gewisse Zauber bekommen Ränge. 1, 2, 3, 4 Ränge, die man dann im Laufe des Levels irgendwie hochgraden kann. Darüber wurde in der Alpha jetzt noch überhaupt nicht berichtet. Ich habe niemanden gesehen, keine Fanseite, nicht bei Shami oder sonst was, dass das irgendwie doch mit da war. Und deswegen bin ich da ziemlich gespannt, ob es überhaupt kommt. Oder ob es nur so ein Anfangsdings war und dann gestrichen wurde. Oder ob ich das falsch irgendwo gelesen habe. Ich bin da echt gespannt. Was mir gerade auffällt ist, die sind nicht rot, ne? Die sind nicht rot. Das waren sie früher. War das nicht erst in Burning Crusade rausgepatcht worden, dass hier die Anfangsmobs nicht rot waren? Ha. War ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es noch in Gesamtklassiker noch ein Burning Crusade so war. Dass auch eigentlich hier die Nachtsauger rot waren und dann angegriffen haben. Naja. Ist schon ein paar Jahre her. Ne, so 14, 15, 14, 13, 14 Jahre. Naja. Ja, wie gesagt, zu diesen Fähigkeiten. Ich finde das cool mit den Ringen. Ist zwar, ob man es jetzt gleich im Talentbaum oder im Zauberbuch reinkriegt, ohne dass man irgendwas machen muss. Oder aber, dass man extra irgendwo hinlaufen muss. Ja, ich werde viele sagen, ja, das ist doch das Gleiche. Für mich nicht. Ich mag den Gang zum Lehrer. Könnte man gerne öfter haben. Und deswegen, also ich hätte da nichts gegen. Muss ich ganz klar sagen. Ich hätte es gerne drin. Fände es eine coole Neuerung. Was heißt Neuerung? Cooles Zurückbringen. Fänd ich cool. Und was dann ja auch noch viele gesagt haben, warum keine neue Klasse da ist, weil bislang wurde ja immer jedes zweite Add-on, oh, wir haben den schwarzen Beutel gekriegt, wuhu. Bis jetzt wurde ja wirklich jedes zweite Add-on dann
eine Klasse hinzugefügt oder kam eine Klasse neu hinzu. Das passiert gerade eben nicht. Kann natürlich noch irgendwie, glaube ich jetzt zwar wirklich nicht dran, aber könnte ja natürlich alles noch drin sein. Und wir wollen die zweite Spinne nicht, ne? Aber wir kriegen die. Und das finde ich irgendwie gut. Ich hätte mir gewünscht, oder das fürs nächste, weil das wäre für dieses Addon, denke ich mal, noch zu viel gewesen, weil die tatsächlich schon ziemlich viel machen. Ich hätte mir gewünscht, dass eher die bestehenden Klassen Specs bekommen oder geändert kriegen. Ich denke da ganz klar an einen Demon Hunter, der sollte mal einen dritten Spec bekommen. Oder von mir aus alle auf einen vierten Spec. Also was heißt alle, ob es überhaupt geht? Natürlich da, wo es auch dann wirklich nur passt. Es wird nicht immer und überall passen, dass jeder irgendwie vier Specs hat. Beim Magier könnte ich mir schon vorstellen, schon auch lange gewünscht. Der Time-Magier, der Zeit-Magier, der mit Zeit dann irgendwie hantiert. Wie halt so ein Nostormus ist schon getan hat oder ist schon die ganze Zeit tut. Der ja auch Magierklasse an sich ist. Das fände ich wäre auch passend und dann tatsächlich würde ich mir den als Heiler-Spec wünschen. Ganz ehrlich, hätte ich gerne. Ich glaube, wenn der Magier noch einen Heiler-Spec hätte, dann wäre der mein Allrounder hoch 3000. Viele werden jetzt wahrscheinlich eine andere Meinung dazu haben, aber ich fände es tatsächlich ziemlich cool. Und ich sehe auch, viele wollen ja, dass die Klasse Zeitmagier dazu kommt. Aber als Klasse Zeitmagier dazu zu machen, finde ich, sinnlos. Weil man würde keine anderen Specs drumherum finden, um diese Klasse zu bauen. Deswegen ein Spec für den bestehenden Magier auf jeden Fall. Das fände ich cool. Dann zum Beispiel beim Demon Hunter ganz klar einen Range-Spec wünsche ich mir, will ich haben, fände ich cool, fände ich passend. Gibt viele Klassen, wo mir nichts einfällt. Priester zum Beispiel. Priester wüsste ich überhaupt nicht. Was könnte man da noch als Spec nutzen? Oder als Ressource nutzen, als Hintergrund nutzen, um es irgendwie für den Priester passend zu machen. Da fällt mir tatsächlich überhaupt nichts ein, wie man das machen könnte. Oder was man da machen könnte. Oder Todesritter, ne? Wir haben Unheilig, wir haben Frost. Ich meine, klar, mit Shadowlands wäre zum Beispiel cool gewesen. Tod. Da uns ja jetzt wir haben ja diese gewissen, durch die Chroniken wurde ja bereitgetreten, dass wir gewisse Mächte haben, ne? Wir haben einmal das Arkane, wir haben das Leben, wir haben die Elemente, wir haben, und wir haben halt den Tod, ne? Wie kann man alles in den Chroniken nachgucken? Und also das Tod ist ja und Licht und Leere, ne? Leere, Licht und Leere, genau. Und der Untod ist ja sogar mit eins der, ja, stärksten. Ich glaube, Arkan ist das, ich hab's gar nicht mehr richtig im Kopf. Wenn ich mich richtig erinnere, ist Arkan das stärkste. Weil es das chaotischste sein könnte, ich weiß es gerade nicht mal. Leere ist ansonsten ziemlich stark und ansonsten, Leere kann aber alles beeinflussen, außer den Untod. Den Untod kann Leere eben nicht beeinflussen, deswegen haben auch die alten Götter und sowas Angst vor den Untoten bzw. vor Sylvanas gehabt, weil Sylvanas kann nicht beflüstert werden wie manch anderes. Das geht mit dem Untod einfach nicht. Deswegen, viele hatten ja auch schon gemeint, Sylvanas ist nicht sie selbst, ein alter Gott hat sie belabert. In der Theorie nicht möglich, weil Untod steht sozusagen da drüber. Deswegen, also wir haben da dieses untote Element. Das wäre, finde ich, jetzt für einen Todesritter natürlich eine ziemlich geile Angelegenheit. Auch Hexenmeister. So hätte man natürlich den Nekro-Hexenmeister jetzt reinbringen können. Also hätte auch man für den Hexenmeister, hätte man schon den vierten Baum sozusagen. Ich meine, klar, man hat einen Dämologie-Hexenmeister, der Dämonen beschwört. Aber wie wäre es mit einem Hexenmeister, der halt wirklich Skelette-ETC beschwört? Anders als jetzt ein
Untoter Todesritter mit Googlen oder so, ne? Da könnte man auf jeden Fall ein bisschen kreativ werden. Es muss ja auch nicht immer, wie man es so im Kopf hat, ne? Man hat ja so im Kopf, oh, Untot, das sind Skelette oder so. Nein, ich meine, wir sind in den Schattenlanden. Wieso kann ich mir als Nekrohexer oder Todesritter, gut, da müsste man irgendeinen geilen Namen finden, warum kann ich mir da nicht irgendwas einfach aus den Schattenlanden zu Nutzen machen? Das heißt, irgendeine von den Paktleuten da, also ne, Revendrät, Oribos, was weiß ich, irgendeine von denen rufen sozusagen, also aus den Schattenlanden zu mir rufen, um dann für mich zu kämpfen oder so. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Also ich denke, das wäre geil. Und da könnte man gerade jetzt, wie gesagt, mit Shadowlands und mit, dass sie jetzt auf den Untod so eingehen, hätte man sehr gut ein paar Skilltrees dazu packen können. Besser als eine neue Klasse. Ich meine, gut, kommt beides nicht. Vielleicht kommt es ja dann auch noch mit den Skilltrees. Ich fände es geil. Ich fand ja auch zum Beispiel geil, was Ende Legion, glaube ich. Ja, Ende Legion. War es, oder Mittel Legion. War es von sehr vielen ein Gerücht, dass der Demon Hunter gereinigt wird, ne? Wo da Illidan mit Xera war und Xera, man hat ja schon ein paar Stücke, bevor man es spielen konnte, hat man schon ein bisschen was gesehen und ein bisschen was gelesen, dass Xera irgendwie Illidan reinigt. Da wusste noch keiner, dass Illidan Xera zerschmettert. Und da hatten ja viele die Hoffnung. Falsches Grab? Da. Da hatten ja viele die Hoffnung, dass die Demon Hunter gereinigt werden können und dann irgendwie einen Holy Speck bekommen. Hätte mich auch extremst gepusht. Hätte ich extremst geil gefunden. So einen, jetzt machen wir mal die. 7 machen wir schon richtig an, ne? 4 Rüstung, egal. Das hätte ich richtig geil gefunden. Also wirklich, das hätte ich so geil gefunden. Ein Heiler-Spec erstens auf dem Demon Hunter, ziemlich geil. Oder von mir aus einen heiligen Range-Spec. Haben wir auch noch überhaupt nicht. Ein Range-DPS-Spec auf richtig Holy, mit richtigen Holy-Attacken so übertrieben. Würde ich total feiern, ne? Hätte ich wirklich Lust drauf gehabt. Schade, dass die diese Möglichkeit nicht genommen haben und gemacht haben. Also das hätte ich cool gefunden tatsächlich. So, jetzt gehen wir mal verkaufen. Die zweite Folge ist hier auch schon wieder bei über 30 Minuten. Bevor wir jetzt hier den Rahmen sprengen, lassen wir es jetzt auch dabei. Wir werden jetzt noch eben schnell alles verkaufen. Und dann begeben wir uns mal ins Gasthaus. Haben wir hier ein Gasthaus eigentlich gehabt? Nein, hier ist kein Gasthaus, ne? Das heißt, hier ist kein Ruhebonus, oder? Ist die Kirche hier als Gasthaus? Was mich auf jeden Fall jetzt schon wundert ist, ich sterbe bislang noch nicht. Ich meine, ich werde mit Sicherheit in Tieresfall dann. Na, nicht Tieresfall. Ich kann mir keine Namen merken, ne? Silberwald rum, Arati, da werde ich halt mit Sicherheit sterben. Ne, hier gibt es noch nichts, wo man irgendwie. Nö. Ich glaube, in Retail ist da tatsächlich auch hier irgendwie, da muss man ranstehen oder so, ne? Naja, ist ja egal. Also, wir haben es geschafft auf Level 5. Ich glaube, wir haben mehr Level gemacht als mit der Lernelfe, oder? Die Lernelfe hat nicht so viel Level gemacht, aber gut, dafür werden jetzt hinterher die Level natürlich um einiges länger werden. Ich bin mal gespannt, wie viele Let's Play-Reihen das tatsächlich werden, bis wir auf Level 60 sind. Gerade bei meinem Spielen, also ich spiele das jetzt nicht so unbedingt grindmäßig oder so, wie man es machen könnte, gerade mit Magier, AOE-Grind oder so. Ich bin mal echt gespannt, wie es wird. Ansonsten bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ab in die Kommentare mit Themen, die wir besprechen können. Sehr gerne bespreche ich die oder bequatschen wir die, diskutieren die. Oder falls ihr Fragen zu den Themen habt, dann können wir natürlich auch noch in den nächsten Folgen auf die Fragen eingehen. Ich sag vielen Dank, Kanal abonnieren nicht vergessen. Wir hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge. Servus und Ade.